Stack hat die Sicherheitsstufe erhöht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Er hat wohl mit mir gerechnet. Durch diese Tür komme ich nur mit seinem Stimmenmuster. Ja, ja, das habe ich schon gesehen, bevor es überhaupt... Ich habe so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Mhm. Nein, 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 das brauchst du gar nicht. Okay. Verifizier es. Das klang für mich falsch, aber... Bevor ich einen Befehl gebe, muss ich ein Ziel auswählen. Simon Stagg, öffnen. Stack ist irgendwie entkommen. Die Miliz wird ihn nicht verschonen, wenn sie ihn findet. Ich muss mich erst um sie kümmern, bevor ich ihn suche. Die Stimme ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Oh, nö, ey. Kennt ihr den Moment, wo man keinen Bock mehr auf den ganzen Mist hat? Ja. Irgendwie schade, dass wir ihn töten müssen. Scheint ein cleverer Typ zu sein. Scarecrow zu hintergehen war nicht gerade clever. Was? Vielleicht nicht, aber wahrscheinlich... Ich muss näher ran. Welchen Teil vom Killertrupp hast du nicht verstanden? Oh, ich töte den alten Sack. Mach dir da keine Sorgen. Ich meine ja bloß, dass ich die Dinge vielleicht ein bisschen anders regeln würde, wenn ich das sagen hätte. Tja, hast du aber nicht. Jetzt mach deinen verdammten Job, sonst wird der nächste Killertrupp auf uns angesetzt. Oh, welch Zufall, dass du einen halben Meter zu weit weg bist. Das Spiel will mich doch verarschen, ey. Vielleicht wurde er vom Gas aufgehalten. Nee, der Boss sagt, er wird kommen. Vielleicht ist er schon hier. Scheiß Pissdrohnen. Na dann mal wieder Schicht im Schacht. Okay, vielleicht sollte ich erst die Sanis ausschalten. Ach, fick dich doch, ey, du Scheißdrohne. Du weißt ganz genau, dass ich jetzt hier bin. Kannst du mir doch nicht sagen, dass das Zufall ist, Spiel. Du mobbst mich doch gerade. So, gibt's noch einen Sunny? Ja, da oben. Ich kenne Kriegsgebiete, die netter sind als diese Stadt. Nein, 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 nein. Du öffnest doch schon mal das verdammte... Alter! Menü! Okay. Wenn das hier vorbei ist, gehe ich in Rente. Was ist das? Hier drüben, ich habe einen gefunden! Gebt mir Deckung! Wo seid ihr? In der Nähe der unteren Zentrifuge! Musst aufwachen! Was zum Teufel ist es explodiert? Noch vier.
Mal blöd gefragt, kann ich ihn jetzt Distanz hacken oder ist das immer noch zu weit weg? Was ist mit dir passiert? Ich hol ihn runter, dann sehen wir, was sein Problem ist. Noch drei. Die Sunnis müssten beide ausgeschaltet sein. Ach, passiert. Wie schon mal gesagt, was ein Zufall. Genau, da komme ich wieder nicht ran. Wer soll das noch verminen? Ich habe noch Stacks Fingerabdrücke gespeichert. An dem Container kann ich die Spur aufnehmen und ihn so finden. Also Container da hinten? Ich habe bereits den Cloudburst. Stack kann dir jetzt nicht mehr helfen. Findet ihn, schmeißt diesen alten Sack aus seinem Zeppelin. Sergeant, das Biolaborteam wurde aus. Okay, Stack. Wo versteckst du dich? Batman wird nicht entkommen. Sir, der Cloudburst ist aktiv. Er kann uns nicht aufhalten. Er wird die Chance nicht bekommen. Ja, Sir, die Serpents sind aktiviert und begeben sich in Position. Diese Menge Fingerabdrücke. Ach, hier. Okay, er hat sich hier lang gesammelt. Da unten hat er auch ein bisschen Pavian gespielt. Wo hat der sich dann überall lang ge... Stack muss auf dem Boden herumgekrochen sein, um sich vor der Miliz zu verstecken. Ja, aber er hat das nicht gerade sehr, sehr... gut gemacht. Mal sehen, wo er ist. Wie ist denn der gekrabbelt, der Typ? Mit dir. Bitte, tu mir nicht weh! Sag mir, wie ich den Cloudburst stoppen kann. Sonst mache ich dich für alle Toten verantwortlich, die durch Scarecrows Hand gestorben sind. Es ist umgeben von einem Nimbusfeld. Es verteilt das Toxin und steigert die Effekte. Jedes Fahrzeug ohne Nimbuszelle wird sofort zerstört. Dann stört's dich ja nicht, wenn ich mir eine borge. Nein, natürlich nicht. Mach du nur! Rein hier! Ganz schön affig. Meinst du echt, der ist da drin sicher? Ich glaub's nämlich nicht. Kryptonit. Es ist eine Muskel. Nein, es ist Kryptonit. So. Scarecrow's Kryptonit. Nimm bitte noch eine zweite mit. Catwoman würde sich riesig darüber freuen. Ich den Cloudburst-Panzer ausschalten kann. Verraten? Wie nett. Ich gehe zurück zum Batmobil. Ich muss einen Weg finden, diese Nimbus-Zelle in den Hauptantrieb zu integrieren.
Aber Sir, Cranes Toxin kann durch die Fasern ihres Anzugs dringen. Nicht mal eine Gasmaske würde helfen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sie zu lange da drin bleiben. Dann muss ich mich beeilen. Oh, wir wissen ganz genau, was dann passiert. Kopf AD, Joker Juhe. Der innere Kampf. Der im Prinzip dadurch nur ihn schwächt und den Joker dadurch bevorteilt. Will das Ding mich verarschen oder wie? Dann mal wieder zurück zum Batmobil. Das war da hinten irgendwo geparkt, neben der Pflanze, nicht? Ich glaube, es wäre einfacher, das Batmobil einfach herzuholen. Per Knopfdruck. Aber nee, weil es kann ja sich gerade gar nicht bewegen. Na komm, 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 komm. Und... Was? Badabum. Ich dachte schon. Wäre die erste Drohne, die mir entkommen ist. Ist der Mond größer geworden? Wie hast du euch meinen überzeugen können, dir dabei zu helfen, die Stadt zu retten, die sie hasst? Du... Erpressung, Scham. Sie stirbt. Bei Menschen wirkt es auf den Verstand. Aber ihr entzieht es das Leben. Dr. Eisley kann mich nicht aufhalten. Aber wie nobel von dir, sie zu Gothams erster Verteidigungslinie zu ernennen. Erwähnte ich schon mal, dass das Ding ein bisschen nervig ist? Andauernd sind die Flügel davor, du siehst gar nicht, wo du hinfliegst. Zu wenig Schub. Manu. Du hör doch mal auf, immer so eine Pillepalle-Dinger zu machen. Einen richtig schönen hohen jetzt bitte. Ey, der Moment, wo Batman einfach mal eine Bazooka braucht. Wie Mücken, diese Viecher. Wirren überall rum und du willst am liebsten nur grrr. Seht euch das an. Wir haben wohl gewonnen. Das macht mich gerade so fuchsig. Ich muss das Vieh jetzt ausschalten. Sorry. Sehe nichts. Alle mal einen Moment der Genugtuung verspüren, und zwar jetzt. Zappen zerstört! Ja, ich bin nur pissig, weil mein Batmobil auch nicht funktioniert. Warum sollen dann diese Drohnen funktionieren? Recht hast du.
getroffen. Jetzt gibt es keine Rückkehr, Bats. Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen. War es nicht nach irgendeinem dummen Spruch oder sowas? Ich kann gerade nicht mal in die Hocke gehen oder so, nein? Wie Weihnachten für ihn.